Hey Leute, und da sind wir auch schon wieder in meinem Dorf. Wie ihr seht, der Jamboost läuft immer noch. Ich habe das Video gerade erst beendet, das letzte Video. Und Keep Farming, mein Motto. Wir sind bei 138 Truppen. Ich denke, das. Nein, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ich denke, ich kann die Zeit auch ein bisschen überbrücken, indem ich. Vielleicht kann ich mir ja. Ich guck mir mal ein paar Clans an. Vielleicht habe ich ja. Ich guck mal. Ob ich einen guten Level. Warte, gibt es doch schon Level 8er Clans? Das muss ich einmal nachgucken. Es gibt Level 8er Clans. Krass. 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 Blueberry Eyes. Würde ich sonst reingehen? Okay. Was haben wir denn eigentlich? Der 37. Clan, der Level 6 weltweit war. Brutus. Nach Caesars Mörder, seinem Sohn, Stiefsohn benannt. Oder der Pflegesohn. Ich krieg noch nicht mehr die Geschichte um diese Uhrzeit beisammen. Great Army ist auch Level 8. Legends. Die Legenden. Ja. Ich guck mal. Ich möchte einen Clan, der 40 Mitglieder hat, dem ich beitreten kann. So. Gucken wir mal, keine Ergebnisse. Dem ich nicht beitreten kann. Ein Ergebnis. Geschlossen. Tunnel 7 und 8? Nur Tunnel 7 und 8. Was? Gerade aus 7 und 8 nur? Hallo? Das heißt, der 93er hier ist. Rathaus. What the heck? What the heck? What the heck? Guckt euch das an. Das ist Champions 1. Und er ist Rathaus 8. Maxed out, aber er ist Rathaus 8. Warte kurz, ich guck mal in seinen Clan. Spieler Clan. Und der unter ihm. Just call me Daddy. Ist er auch? Na, da kann ich 8 sein. Und der ist 9, ja. Chatnachricht. Ach, egal. Spieler Clan. Das ist doch ein 9er. Madness, ich hasse, ich mag Katniss nicht, also Tribute von Panem, ich bin kein großer Fan. Das ist doch alles, das kann doch nicht sein. 140? Das ist Rathaus 10. War doch gelogen. Und Lager voll und ich greife wieder an. Ich werde am Ende nochmal ein Schlussfazit ziehen. Wie viel ich denn letztendlich geholt habe an Loot. Bisher war es noch nicht so umwerfend viel. Aber man muss gucken. 132.000 Gold. Komme ich nicht dran. Gold und Elixier verfügbar, ja. 23.000. Nicht, nicht und wieder nicht und wieder nicht. Ist echt furchtbar. Nicht finde ich gute Gegner. Ich brauche hier mein. Oh! Ja! Ein, zwei. Genau das braucht man. Wirklich. Ja! Oh, dieser Gegner. Lu, der kommt zu mir. Vielleicht komme ich sogar in die 3 Millionen dran. Das ist gar nicht so unrealistisch. Da muss ich unbedingt drankommen. Da ist richtig viel drin. Hier noch die Barbaren. Das wäre mich hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen was. Oh, da ist was drin. In deiner Clanbook ist was drin. Dann ist hier komme ich noch ein bisschen was dran. Dann habe ich doch ordentlich abgesahnt. Hier noch ein bisschen was mitnehmen. Aus dem Rathaus heraus. Dann greife ich auch nicht weiter an. Oder nehme ich noch. Nee, ich muss. Und das sind dann 157.000 Gold und 162.000 Elixier. Das ist doch mal ganz gut. Und ich habe auch Truppen übrig behalten. Und ich habe wieder nicht nachgebildet. Dann fehlt hier noch. Dann fehlt hier noch. Dass ich das immer so vergesse.
typisch, ne? Und ich gehe immer weiter vom Mikro weg. Ich sage immer weiter nach unten in meinem Stuhl. Langsam wird es spät. Sage ich euch. 145 Truppen. Aber es sieht ganz gut aus. Soll ich meine. Ich müsste dunkles Elixier dazu noch farmen. Würde ich jetzt mein dunkles benutzen, aber nee, ich mach's nicht. Denn ich möchte ab dann, sobald ich meinen Wutzauber mache, möchte ich auf meinen Schweinereiter auf Level 4 sparen. Das muss nämlich wirklich sein. Also die meisten Leute sagen, dass der Schweinereiter erst was ab 4 bringt, ab Level 4. Ich kann's nicht bestätigen, weil ich den Schweinereiter 4 nicht kenne. Aber es kann natürlich sein. Ich konnte noch nicht viel mit dem Schweinereiter reißen. Mir hat es immer super viel Spaß gemacht, damit anzugreifen. Ich habe auch kleinere Dörfer manchmal platt gemacht. Aber hinterher hatte ich ganz oft ganz viel Verteidigung zerstört. Hat aber nicht genug Aufräumtruppen, um das dann noch wegzumachen. Ist aber auch schon ein bisschen länger her, ja. Würden die Truppen nicht so lange dauern, würde ich jetzt irgendwelche Truppen und Konstellationen experimentieren. Mache ich aber nicht. Die Lager sind wieder. Ich wollte gerade schon wieder nicht nachproduzieren. Ich drücke jetzt einfach beide Tasten hier. Das ist. Da muss man halt ein bisschen spammen. Hier auch alles voll. Ne, 40 von 60. Hier alles, ja, alles voll. Und dann gehen wir gleich raus und suchen uns den nächsten Gegner. Ich sehe schon, dass der Ton gerade eben total leise gewesen sein muss. Das liegt daran, dass ich wieder immer weiter vom Mikrofon entfernt gegangen bin. Das kann jetzt ein bisschen laut werden. So ist es wahrscheinlich deutlich besser. Ich probiere jetzt mal so zu sitzen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass in den Passagen, wo es dann so leise ist, dass es dann so störend ist, dass ihr dann gleich wegklickt. Oder weggeklickt habt, womöglich. Was? Ah, ich wäre fast drauf geblieben. Ist nichts. Kommt eigentlich kein Loot. Habe ich gerade schon mal gesagt, ich weiß. Nichts. Ist Loot, aber ich komme nicht dran. Das ist. Ja, da komme ich auch nicht dran. Komme ich auch nicht dran. Also. In die Mitte. Nein. Ich entferne mich immer. Ich entferne mich einfach immer von meinem Mikro. Es kann sein, dass ich ihn mit Bartsch auseinandernehme. Es kann aber auch sein, dass ich es nicht mache. Ich gehe sonst hier von oben rein mit meinem Barbarenkönig. Also ich spamme erstmal hier so. Ich nehme nur hier mit. Nur hier die Hälfte. Dafür deutlich mehr. Ich setze dafür deutlich mehr Barbaren. Dann setze ich hier die Bogies, aber auch deutlich mehr. Dann setze ich hier gleich. Zwei Minions und mein Barbarenkönig. Mein Barbarenkönig, wo ist mein Barbarenkönig denn? Hä? Ach nee. Aber es sieht so aus, als würden wir ganz gut reinkommen. Wenn dann nicht. Oder vielleicht doch nicht. Aber wenn mein Barbarenkönig da jetzt reinläuft, habe ich wirklich eine Chance auf guten Loot. Kann sogar sein, dass ich ans zweite Goldlager noch rankomme. Wenn der Barbarenkönig jetzt einfach weiterläuft, dann müsste er da hingehen. Und ich kann ihn noch zünden. Das ist ein großer Vorteil des fünfer Barbarenkönigs. Sobald er beschossen wird, zünde ich ihn. Also sobald er viele Leben verloren hat. Jetzt geht's los. Die Tesla fangen an zu grillen. Ab jetzt lohnt es sich, ihn zu zünden. Jetzt gleich surrendern. Und dann habe ich 224.000 Gold und 206.000 Elixier mitgenommen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fight.
Dann ist meine, sind meine Lager schon fast wieder voll. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich glaube immer mehr, dass ich sogar schaffen könnte, meinen Magierturm zu verbessern. Das könnte sogar noch passieren. Ich weiß es nicht, aber es könnte noch passieren. Ich habe 2 Millionen. Und bräuchte 2.600.000 irgendetwas tausend. Und ich habe noch, wie lange habe ich noch? Vielleicht. Das ist jetzt das dritte Video. Ich habe bisher vielleicht eine halbe Stunde gespielt. Wenn ich 15, habe ich 45 Minuten. Und ich hätte noch ungefähr 20 Minuten noch. Ganz ungefähr. Gucken wir mal, ob ich es bis dahin schaffe. Ein Drittel der, zwei Drittel der Zeit sind schon rum. Ich habe noch 20 Minuten. Krass. Zwei Drittel sind schon rum. Okay. Die Lager sind voll und ich gehe ein letztes Mal in diesem Video raus, um einen Gegner zu suchen. Wow. Gleich. Ganz am Anfang was gefunden. Und dann kann ich den auch gleich mitnehmen. Ich habe wieder nicht nachproduziert. Die eine mitnehmen. Das ist ganz geschickt gemacht. Die Bogenschützen können über die Mauer schießen. Aber der Minenwerfer nimmt nicht nur die Barbaren, sondern auch die anderen Truppskis mit. Jetzt kommen hier oben ein paar Barbaren rein. Oh, jetzt muss ich hier aufsprengen, die hier dahinter setzen. Er se Ach, wieso setzt er denn nicht? Dann kommt jetzt hier ein paar Barbaren. Das sind so viele Mauern, so viele unterschiedliche. Sechser und Fünfer. Und sie gehen auf die Sechser Mauern. Ich dachte, die IU der Truppen wäre irgendwann verbessert worden. Vom Barbarenkönig glaube ich wirklich, das haben sie ja mal gemacht. Ja, da komme ich jetzt dran. Da ist noch eine. Ach, da ist die Goldmine da. Die muss ich noch mitnehmen. Mit den Bogenschützen hier. Dann habe ich hier den einen Elixiersammler, der ganz voll ist. Und da die Goldmine. Da komme ich so dran. Und da komme ich so dran. Der Barbarenkönig bekommt da unten echt keinen Schaden. Ich sehe das nur in dieser Leiste. Aber es scheint recht gut auszusehen für das Viech. Ich schicke noch ein paar Bogis zur Unterstützung hin. Ich zünd ihn jetzt. Und dann wäre ich auch durch mit dem Loot. Gerade bei 50%. Aufgeben. Ja, Kampf beenden natürlich. Und dann habe ich wieder 200.000 mitgenommen. So einfach geht das. Ich habe jetzt noch die Zeit, um hier einen Angriff anzusehen aus dem Chat. Chat. Und das ist ein Loot-Angriff. Oder ist eine Verteidigung? Gucken wir mal. Die Truppen, die gegnerischen Truppen sind schwach. Für Rathaus 7 sind sie recht stark sogar. Oder normal. Nicht stark, aber normal. Nicht mehr Rathaus 6 Standard. Und er schafft hier wohl keine 50%. Na. Silber 1 und 2 ist es eigentlich recht egal. Ob du da einen Angriff oder eine Verteidigung verlierst oder gewinnst, das ist total egal. Ich bin ja auch in Silber 2, also für die Pokale ist es total egal. Da macht es wirklich keinen Sinn. Außer man will pushen. Aber der Gegner wollte nicht pushen, da bin ich mir recht sicher. Ja, ich denke, das wäre es dann auch schon für Part 3. Daumen hoch, abonnieren.